Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von Dreamfall Chapters. Und weiter geht's mit Zoe, die träumt. Was träumst du denn? Träumst du von den Magischen? Oder wieder von diesem Jungen? Warum schläfst du nicht im Bett? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Was ist das für eine Kiste? Ist das Risas Zeug? Das ist die Dream Machine. Zoe, mach keinen Scheiß. Zoe, bitte. Keine Dream Machine. Hier, es regnet mal wieder. Woher hast du eine Dream Machine, Zoe? Hattest du die immer schon? Haben wir das schon gelesen? Ich glaube schon. Ja, Donnerstag, wirklich schon? Was, nächster Donnerstag? Also scheiße, liebes Tagebuch. Was gibt es Neues? Ach, nichts. Ich mache mir nur jede wache Minute Gedanken darüber, ob ich das Richtige getan habe. Sonst nichts. Ich spiele das seit einer Woche wieder und wieder in meinem Kopf ab. War es die richtige Entscheidung, Sully und der Hand die Daten zu übergeben? Sie arbeiten noch an der Story, aber sie sollte heute oder morgen bereits zur Publikation sein. Ich weiß, dass sie einen Haufen Fakten gecheckt und Hintergrundinformationen zusammengesucht haben. Nicht so viel scrollen. Nein, nicht so viel. Da. Sully will sich noch einmal mit mir unterhalten, bevor er das endgültige Okay gibt. Sie wissen, dass die ganze Geschichte riesig wird, sobald sie erstmal da draußen ist. Also habe ich wohl das Richtige getan, richtig? Richtig? Da ich nach wie vor für den Wahlkampf arbeite, zumindest theoretisch, freue ich mich nicht auf Barutis Reaktion, sobald das alles live geht. Er wird verdammt sauer sein. Ich habe seit Montag kaum mit Risa gesprochen. Das war so eine furchtbare, schlimme Unterhaltung. Gestelzt und künstlich, so als ob wir uns kaum kennen würden. Doch nicht immer so weit. Aha. Nein, 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 nein. Komm schon. Das nervt. Wie kann das nach Jahren von Freundschaft und ab und zu auch mehr überhaupt sein? Wie können zwei Menschen, die sich noch gegenseitig lieben, sich zusammen so unbehaglich fühlen? Weil es genau das war. Unbehaglich. Ich denke mal, deswegen hat sich niemand von uns beim anderen gemeldet. Aber das kann so nicht weitergehen. Wir müssen reden, Freunde bleiben. Das ist möglich, ja? Ich bin dumm und idealistisch. Ich weiß aber verdammt noch eins, Zoe, du musst dich zusammenreißen. Nein, nicht so viel. Da. Nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, können wir nicht als Fremde auseinandergehen. Wie dem auch sei, ich habe heute Nachmittag ein Treffen mit Sally, um einige Details in der Story aus Sicht des Wahlkampfs zu besprechen. Ich hoffe, Myra oder Mira lässt mich heute früher gehen. Ich habe immer einen guten Grund. Nicht, dass das Mira irgendwie überzeugen würde. Sie hat noch nie einen guten Grund gesehen, den sie nicht hasst. Ich bin mir sicher, wie glücklich ich bin, dort zu arbeiten. Ich lerne, langsam, aber Mira ist ein Miststück. Wit ist brillant, aber nicht unbedingt gesprächig. Also eigentlich sagt er überhaupt nichts. Die Bezahlung ist lausig und ich darf nicht einmal machen, wofür ich eingestellt wurde. Verdammt wenig programmieren und umso mehr rumlaufen und blöde Besorgungen erledigen. Es bezahlt die Rechnungen so gerade, aber ich bin nicht glücklich. Überhaupt nicht. Vielleicht ist es Zeit, mich nach etwas anderem umzuschauen. Vielleicht hätte ich doch wieder zur Schule gehen sollen. Entscheidungen. Ich hasse Entscheidungen. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Soll ich es aufsetzen? Sorry, willst du das wirklich tun? Zoe? Hat sie das Ding jetzt aufgesetzt oder nicht? Mira, hättest du mal kurz Zeit? Nee. Kommt drauf an. Bist du fertig? Diese Bots müssen morgen raus. Fast fertig. Ich wollte fragen, ob ich heute ein winziges bisschen früher los könnte. Sei so lieb. Spul mal kurz zurück.
Fast fertig? Na, größtenteils. Ich bin größtenteils fertig. Deiner Erfahrung nach, Süße, wie antworte ich auf so eine Frage? Mit Nein? Mit ziemlich vielen Kraftausdrücken. Aber es ist wirklich wichtig, dass... Natürlich ist es verflucht wichtig. Es ist immer wichtig. Es ist niemals unwichtig. Du würdest ja nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre, oder, Kutria? Genau. Also, was ist so wichtig, dass du meinst, es habe Vorrang vor der Arbeit, für die ich dich bezahle? Ich habe eine Verabredung mit dem Chefredakteur der Hand. Sie arbeiten an einer Story und... Und die kriegt er nicht fertig ohne dich? Obwohl er ein Profireporter ist und du bist eine... Eine was? Was bist du noch gleich? Sag du's mir. Die meiste Zeit spiele ich hier die Kaffeemamsel. Programmieren sollte ich. Sollte? Ist ein großes Wort. Ich sollte eine Million Yuan verdienen. Ich sollte nicht gezwungen sein, meine Geschäfte von einer marachodenden Garage auszuführen. Und du solltest dankbar sein, dass du einen Job hast, der dir ein anständiges Gehalt einbringt. Oder dass du überhaupt einen Job hast. Ein Gehalt. Los jetzt, geh schon, bevor ich es mir anders überlege und dich Überstunden machen lasse. Danke. Aber komm morgen extra früh, damit du... Keine Ahnung, welche Arbeit hast du am meisten? An meinem Rechner zu hocken und etwas über neuronale Programmierung zu lernen. Das hasse ich wirklich sehr. Tut's Fußböden nicht. Wischen. Genau. Du kommst morgen besonders früh und wischst die ganzen beschissenen Böden. Klar? Ja, gut. Klar. Ein Versuch war's wert. Ich mag sie nicht. Danke, aber irgendwie liebe ich sie. Glaube ich. Könnte es auch Hass sein? Es ist eine Mischung. Und kompliziert. Ja, irgendwie hat sie was Sympathisches an sich, obwohl sie nervt. Naja. Okay, gehen wir zur Hand. Kann ich die Glocke läuten? Ich bin im Augenblick nicht erreichbar. Mit Fragen zum Wahlkampf von Lea Ominska wenden Sie sich bitte direkt an das Parteibüro der Einheit, da ich dem Wahlkampfteam nicht länger angehöre. Was soll das heißen? Warum hast du ihn überhaupt angerufen? Naja. Ich habe seine Karriere zerstört. Beziehungsweise war das die Ominska selbst, weil die ist ja eine Lügnerin und arbeitet mit dem Feind zusammen. Wie kann man sich mit der Gegenpartei verbünden? Hallo? Oh Mann, das kann nichts Gutes heißen. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl. Was soll das heißen? Du lässt mich nicht rein. Klar lässt du mich rein. Das ist mein Büro. Treten Sie zurück, Bürger. Andernfalls sehe ich mich genötigt. Ich trete nicht einen Schritt zurück, du Pisslik. Du wirst mich schon umnieten müssen damit. Sally, was geht denn hier ab? Himmel, Herrgott, Zoe, du solltest nicht hier sein. Wir hatten eine Verabredung. Ach, Kazar. Natürlich, ich bin so ein Salak. Ich hätte dir eine Nachricht schicken sollen, sobald... Unsere Büros sind gestern Nacht von maskierten Schlägern überfallen worden. Sie haben alles kurz und klein geschlagen. Monitore, Möbel, alles. Als ich heute Morgen reinkomme, tauchen plötzlich diese Dinger auf. Kampfanzüge, Syndikatsagenten. Nehmen unsere Ausrüstung mit, quetschen meine Angestellten aus. Und jetzt lassen sie mich nicht mal mehr in mein eigenes Bocking-Büro. Was? Das ist scheiße. Wieso? Sie behaupten, gegen uns werde ermittelt. Gegen uns! Wir sind doch die Opfer hier! Und was ist mit... Du weißt schon... Die Story. Wir können im Moment nichts veröffentlichen. Die haben unsere Datenbanken und Rechner konfisziert und unseren Netzzugang gesperrt. Sogar in meiner Iris erscheint eine Fehlermitteilung. Die sind extrem gründlich gewesen. Aber die Daten sind sicher. Unsere Rechercheergebnisse sind sicher. Das ist gut. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben alles auf Offshore-Servern in Island. Gerichtsbeschlüsse, Konzerndrohungen, Militäraktionen. An diese Daten kommt niemand ran. Sehr gut. Aber momentan hängen sie auch dort fest. Wenn wir per Fernzugriff rangehen, können sie die Verbindungsdaten abfangen. Wenn wir versuchen, etwas zu veröffentlichen, landen wir im Gulag. Das ist klar. Meinst du, darum geht es bei der ganzen Sache? Um den Artikel? Um was sonst? Was sonst? Wir waren drauf und dran, eine Verbindung zwischen den brutalen Ei-Einsätzen, mehreren politischen Parteien und dem von der Wattikorp kontrollierten Syndikat aufzudecken. Ja. Was willst du jetzt machen? Im Moment gar nichts. Wir halten still und lassen sie glauben, dass sie uns mundtot gemacht haben. Und dann finden wir einen Weg, die Sache zu veröffentlichen. Dein Süßer, Reza, hat heute früh den ersten Vectrucks nach Norden genommen. Er hat drei sehr kostbare und sehr, sehr sichere Holomems dabei. Er besorgt unsere Backups und dann sehen wir weiter. Reza hat was? Wie ist er denn rausgekommen?
indem er keinem gesagt hat, dass er raus wollte. Er hat seine Iris deaktiviert, eine Wegwerfidentität verwendet, wurde in einem Container über den Fluss geschmuggelt. Er versucht uns zu kontaktieren, sobald er sicher in Island gelandet ist. Aber er muss vorsichtig sein. Du kannst dein Geld darauf verwetten, die überprüfen alle Kommunikationswege. Sully, es tut mir so leid. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Du hast uns die Story des Jahres geliefert. Dass die sich so anstrengen, uns zum Schweigen zu bringen, ist ein gutes Zeichen. Aber du solltest auch vorsichtig sein, Zoe. Wahrscheinlich wirst du ebenfalls von der Wotty Corp beobachtet. Sie haben die brutalen Einsätze veranlasst, sich hinter dem Syndikat versteckt. Sie wollen die Leute von den Straßen weghaben und in die Dreamtime schicken. Wozu auch immer. Weshalb sie in politische Macht investieren. Genau. Wir haben Beweise, dass sie sowohl die Einheit als auch Europas Erwachen in der Tasche haben. Wer immer die Wahl gewinnt, steht unter der Fuchtel von Wotty Corp. Anscheinend ist das Manifest die einzige Partei, die kein Organ der Wotty Corp ist. Die Marxisten werden wohl kaum gewinnen. Wenn es uns gelingt, unsere Story vor der Wahl zu bringen, wer weiß. Du solltest den kollektiven Zorn der Massen nicht unterschätzen. Das ist bestimmt meine Aufgabe. Ich krieg gerade einen Anruf. Ist es Risa? Nein, Nela. Wieso ruft sie mich an? Ich muss rangehen. Sorry, einen Moment. Passt das gerade nicht? Nein, alles gut. Was gibt's, Nela? Ich muss dich sprechen. Können wir uns im Schub treffen? Kein Problem. Bin in einer Minute da. Danke, Soso. Ich muss los. Können wir später reden? Na, Logo. Ich werde mein Bestes tun, diesen Bastarden das Leben schwer zu machen. Ich werde dich anrufen. Das ist cool. Okay. Bis dann, Sully. Ich hoffe, wir können den Artikel bringen. Okay, das war fast klar, dass das so irgendwas passieren würde. Das ist ein bisschen scheiße für Sully jetzt. Aber er hat bestimmt auch damit gerechnet. Wie komme ich jetzt zum Sonnenschein-Plaza? Jetzt muss ich mich wieder zurechtfinden. Ich glaube, das Schug war doch das, wo wir mit dem anderen Typen verabredet waren. Oder nicht? Oh Gott, Leute. Ich finde mich hier nie zurecht. Vor allem nicht, wenn sie alles absperren. Verdammter Wolf. Hier ist, glaube ich, Sackgasse. Ja, da ist die Sackgasse. Leute, es tut mir leid, dass ich mich hier immer noch nicht zurechtfinde. Aber so ist das halt, wenn ich keine Karte habe. Keine Minimap oder sowas. Wie komme ich am besten zum Sonnenschein Plaza? Ich hoffe, dass ich da überhaupt hin muss. Oder muss ich hier zu? Greenboy ist hier, damit du dich in Propas zurechtfindest. Das ist doch Nilas Essensstand. Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen sechs Leuten feuert. Ja, ich weiß, wer du bist. Krähenboy, du hast eine ziemlich penetrante Stimme. Das Leben schlaucht. Der Alltag ist eine Tretmühle. Sie brauchen eine Pause. Ich brauche eine Pause von dem Herumrennen hier. Das ist auch zu. Wo darf ich dann noch hingehen? Ich weiß nicht mal, wo ich wohne. Das ist das Schlimmste dran. Und Hallo, mir die Eimer. Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich werfe meinen Abfall in den Rinnstein, wie jeder normale Mensch. Ah ja. Tust du. Ich würde mal da reingehen. Kawabanga. Wenn ich jetzt da hochgehe, komme ich zum Sonnenschein Plaza, oder? Ich hoffe es doch. Ja, ich bin fix und fertig von dir. Das
ist aber ein anderes Kau. Jetzt scheiß auf die Karriere, den Wahlkampf und meinen Freund. Jetzt ist Partyzeit für Zoe. Nein. Keine Partyzeit. Wo ist jetzt der verdammte Schuk? Ah. Ich Idiot. Der Schuk ist doch der Markt da. Martha Ribas kommt als intelligente und gut informierte Kandidatin rüber. Aber sie hat nicht mehr Chancen als ein Becher Eis im Hades. Das hier ist der Schuk. Ich dachte, das sei das Mila? Lokal, wo ich war. So. Danke fürs Kommen. Alles in Ordnung? Du musst mir bloß einen Gefallen tun. Ich will, dass du das hier an dich nimmst. Was ist das? Etwas Persönliches. Wirst du drauf aufpassen? Natürlich. Ja, aber wieso? Was ist denn los? Ich will nicht, dass es verloren geht, oder... Warum sollte das passieren? Nela, du machst mir Angst. Bist du in irgendwas reingeraten? Mach dir mal keinen Kopf, so. Pass einfach nur ein Weilchen drauf auf. Ich melde mich bald. Danke, okay, dass du so schnell gekommen bist. Ich muss los. Gut. Aber was ist denn? Ich muss wirklich flitzen. Ich habe etwas zu erledigen. Nela. Mach's gut, Zoe. Hey. Und was ist da los? Die war ja voll neben der Spur. Vielleicht sollte ich ihr folgen und zusehen, dass alles okay ist. Ja, wir folgen ihr unauffällig. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros. Hoffentlich sieht sie mich nicht. Operation ist willkommen. Wo gehst du hin, Nela? Wo gehst du hin? Ich darf sie bloß nicht verlieren. Und sie darf mich auch nicht sehen. Gefriergetrocknete Quallenchips, vakuumverpackte rote Beete, kohlensäurehaltiger Tequila, Blutwurstbonbons, gebratener Dörrkohl, gesalzene Taubenstücke? Stücke? Was sind für Stücke? Taubenstücke. Wahrscheinlich Scheiße. Nela? 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 Nela, was tust du? Nela? Nela? Hey. Nela, was tust du? Was zur Hölle hat sie gerade getan? Nela? Verdammte Hölle! Agenten des Ei sind zum Einsatz lebensgefährdender Gewalt befugt. Meiden Sie Gruppen. Bleiben Sie sicher. Drinnen. An ihrer... Wer ist das? Ist das der komische Typ, der mich überwacht? Shit, ich hätte dir nicht folgen sollen. Verdammte Scheiße. Wo bin ich? Bin ich schon wieder im Koma? Ach nee, nicht schon wieder. Bin ich tot? Bin ich tot wegen Nela? Was hat sie getan? Buch 3. Okay. Meine Entscheidungen. Das Leben eines Mannes, das Schicksal des Kollaborateurs wird Auswirkungen auf die Zukunft haben. Das war mir klar. Von dem Pfeil, bevor er treffen konnte, hätte zulassen können, dass der Pfeil mich tötet. Okay. Was haben wir noch?
Ja, ich bin nicht für den Tod der Verräterin verantwortlich, aber Liko halt. Zoe. Ach ja, sie will sich unbedingt erinnern. Okay. Ich habe die Daten der Hand gegeben. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ja, Kian und Anna, ne? Okay. Ich hätte ihn vielleicht nicht foltern sollen, aber immerhin arbeitet er jetzt für uns. Und er lebt noch. Gut. Aber Leute, wie es im nächsten Kapitel weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann!